Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem monatlichen Drogerie-Haul. Ja, diesen Monat gibt es ein Rossmann-Haul. Habe ich euch ja schon öfters gesagt, auch gerne mal zu Rossmann, vor allem wenn ich etwas Teures kaufe oder vor allem Babynahrung oder so kaufe ich sehr gerne bei Rossmann. Erstens gibt es da irgendwie 20% auf Babydream Gläschen und dann auch nochmal zusätzlich 10% auf den gesamten Einkauf. Deswegen war ich jetzt auch mal bei Rossmann. Genau, der kleine Mann hat einiges gebraucht. Wir waren ja im Urlaub und einiges ist leer gegangen. Einige Sachen sind auch vorher schon leer gegangen. Deswegen, ja, da habe ich ihm als allererstes so eine Pflegetücherbox gekauft. Ich fand die ganz süß vom Packaging her. Ja, mit den Regenbogen und so. Wir haben gerne so eine Tücherbox in seinem Zimmer neben der Wickelkommode, falls ich ihm irgendwie die Nase putzen muss oder so. Ja, hat man ja gerne so ein Taschentuch zur Hand. Dann, was auf jeden Fall auch dringend nötig war, eine neue Trinkflasche für den Kleinen. Und da habe ich jetzt diesmal eine von Babytrin gekauft. Wir hatten ja die ganze Zeit die von Avent mit einem Strohhalm. Jetzt habe ich ihm die hier gekauft. Ich habe aber mal schon geguckt, da geht der Strohhalm leider nicht bis zum Boden. Also bei der Aventflasche war das so, dass es ja so gebogen war. Hier ist es leider nicht der Fall. Das heißt, er wird den letzten Schluck gar nicht rausbekommen, aber ja, ist auf jeden Fall deutlich günstiger. Der kleine Mann kaut nämlich diese Strohhalme, wie sagt man, diese Gummidinger oben so kaputt, dass wir die öfters austauschen müssen und er wirft sie so oft runter und die sehen halt irgendwann danach so schäbig aus. Deswegen ja, bin ich mal gespannt, ob der aus der Flasche auch jetzt so schnell anfängt zu trinken, weil er es doch einen anderen Sauger hat. Was ich auch gut fand, war, dass hier so ein Aufhänger ist, dass man die Flasche wohin klemmen kann oder so, finde ich super. Und hier steht auch tropfsicher, ist auch bei uns sehr wichtig, denn der kleine Mann schafft es sogar aus so einer Flasche, irgendwie das Wasser rausgedrückt zu bekommen. Deswegen, ich bin mal gespannt, ich werde es euch auf jeden Fall berichten. Bleiben wir einfach bei Sachen für den Kleinen. Da habe ich ihm seine Snacks nachgekauft, einmal diese Erdbeerkekse. Die isst er super gerne. Deswegen habe ich sie geholt. Dann habe ich gesehen, gab es jetzt auch neue Himbeerkekse. Steht auch Limited Edition. Habe ich ihm natürlich auch gekauft. Ich denke, er wird sie auch lieben. Solche Kekse sind echt immer praktisch für unterwegs oder so. Oder um ihn mal ein bisschen abzulenken. Dann habe ich auch gesehen, dass es von Babytream auch Butterkekse gibt. Hatten wir auch bis jetzt noch nicht. Deswegen habe ich die jetzt auch mal mitgenommen. Dann hat der kleine Mann auf jeden Fall Ohrstäbchen gebraucht, also diese Wattestäbchen. Da sind ja extra für Kinder mit so einem Sicherheits, wie nennt man das? Ja, dass man nicht zu tief ins Ohr reingeht. Die finde ich super. Dann habe ich für unsere Toilette, wir haben hier drei WCs und das passt ganz genau, hier WC frisch solche Duftperlen gekauft. Ich mag das mit diesem Pink-Blau oder Pink-Weiß. Die riechen nämlich am besten, finde ich persönlich. Deswegen habe ich sie mal gekauft. Dann sind bei mir Wattepads leer gegangen. Ich lackiere jetzt immer öfters meine Fingernägel und deswegen verbraucht man da auch etwas mehr Wattepads. Und deswegen habe ich hier so eine große Packung gekauft. Die sind ja auch meistens günstiger. Dann habe ich ein neues Deo gekauft. Und zwar Rexona Maximum Protection gibt es jetzt in einer neuen Duftrichtung. Ich bin mal gespannt, ich habe sie gar nicht getestet. Ich lasse es auf mich zukommen. Ja, bleiben wir bei Deo. Ich habe Maris auch ein Deo gekauft. Er liebt ja die L'Oreal Men Expert Reihe, ob Deo oder Duschgel. Ich habe ihm auch ein Duschgel gekauft, aber sehe ich gerade nicht. Ah doch, hier. Genau, da habe ich ihm auch das Duschgel von gekauft. Wie gesagt, er mag gerne diese Reihe und ich finde, das riecht auch sehr gut. Dann habe ich für mich Magnesium gekauft. Ich mag super gerne diese, die sich sofort auflösen, also wo man das Pulver nur im Mund nimmt. Nehme ich jeden Abend vor zu Bett gehen, so ein 400er. Hier ist mit Grapefruit-Geschmack. Ich habe aktuell mit Zitrone und das schmeckt mir nicht so gut. Ja, das ist einfach gut für meinen Bauch. Dann entspannt sich die Muskulatur und so. Vor allem, wenn man einen etwas härteren Bauch hat, ist Magnesium auf jeden Fall sehr gut, hat meine Hebamme gesagt. Dann habe ich mir etwas nachgekauft und zwar mein Pantene Pro V Miracle Shampoo Hydra Glow. Das benutze ich auch aktuell und ich fand das so gut, dass ich es direkt nachgekauft habe. Ich habe zwar noch ein bisschen, aber wie gesagt, habe ich nachgekauft und passend dazu auch eine Spülung. Ja, die hatte ich jetzt nicht, aber eine andere von der Miracle Reihe.
Dann habe ich für Marius ein Trockenshampoo gekauft, extra für dunkles Haar. Aktuell benutzt er, glaube ich, von Balea, aber ich denke, das von Isana wird genauso gut sein. Dann habe ich für mich mein Fixing Powder nachgekauft. Das von Essence hier ist wirklich sehr gut, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich werde auf Babypuder wieder umsteigen. Deswegen habe ich mir auch Babypuder nachgekauft, aber egal, jetzt habe ich beides. Also wie gesagt, Penaten Babypuder kann man auch super zum Baken oder so benutzen. Und generell das Babypuder benutze ich auch gerne, wenn ich mich gerade frisch rasiert habe oder wenn ich irgendwie Schwitzepickel habe, mache ich gerne mal ein bisschen Babypuder drauf. So, dann habe ich uns Gallseife gekauft. Ja, der kleine Mann ist ja jetzt öfters im Garten unterwegs und dann nascht er auch gerne mal Erdbeeren und dann ja, kriegt man so schwer die Flecken raus und deswegen habe ich jetzt Gallseife geholt. Ich hatte es immer in flüssiger Form, aber irgendwann mal kommt da zu viel Flüssigkeit in diese Quetschetube rein, dass es nur noch zu flüssig ist. Und deswegen habe ich jetzt mal feste Seife geholt, auch gegen Grasflecken und so. Bin mal gespannt, ob die gut ist oder nicht. Könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann habe ich uns unser Lieblingszahnpasta nachgekauft, und zwar Colgate Max Fresh. Und dann habe ich beim Kauf auch gerade gesehen, dass es 50 Cent Rabatt gibt auf Mundspülung. Und da habe ich auch gerade mal die neue Mundspülung von Colgate mitgekauft. Genau, bin mal gespannt, wie die schmeckt. Wir benutzen sonst immer Listerin, kaufen aber auch immer nur, wenn es im Angebot ist oder so, weil es schweineteuer ist. Ja, und jetzt, wie gesagt, testen wir das mal aus. Dann habe ich mir einen neuen Nagellack gekauft, und zwar Ultra Gel von Rival de Loup. Das ist jetzt auch von derselben Reihe in Grau und jetzt will ich mal richtig, das ist so ein knalliges Rot, liebe ich nämlich, auf die Finger und Füße mal machen. Bin mal gespannt, wie die Farbe dann wirklich aussieht. Dann mussten auch noch einige Gläschen für den kleinen Mann. Wie gesagt, wir waren ja im Urlaub, haben alles aufgebraucht. Und da habe ich eben hier so einen Vorrat an Zubereitungsgläschen gekauft. Das ist jetzt Fisch und Fleisch. Also da hole ich ja immer so Rindfleisch. Freitags und samstags gibt es ja meistens beim Henry Fisch. Da mische ich gerne immer so dieses Lachszubereitung rein. Und dann habe ich ihm auch nochmal Hähnchen gekauft. Genau, aber ich versuche auf jeden Fall immer darauf zu achten, dass er auch vegetarische Tage hat, mal kein Fleisch bekommt und das klappt eigentlich sehr gut. Und dann haben wir auch nochmal als Backup nochmal normale Gläschen gekauft, und zwar Spaghetti Bolognese, das isst er super gerne. Dann was auch neu bzw. limitiert ist, Pasta mit Gemüse, davon habe ich auch zwei gekauft. Und dann habe ich auch noch zwei von Gemüserisotto mit Hähnchen gekauft. Genau. So, wie gesagt, das waren die sechs Stück. Und zu guter Letzt habe ich uns nochmal zwei Pullen Lenore Sensitive Waschmittel gekauft, weil wir jetzt sehr viel waschen müssen. Wie gesagt, wir sind ja erst aus dem Urlaub gekommen und da liegt noch einiges in der Waschküche, was ich waschen muss. Und deswegen habe ich gerade zwei Pullen gekauft. Ja. Was ich auch noch gekauft habe, was mir eben auch eingefallen ist, das liegt noch im Auto, sind Schwimmwindeln. Und zwar die von Baby Dream. Ich blende sie euch hier ein. Wir haben erstens alle unsere aufgebraucht im Urlaub. Und wir gehen jetzt öfters hier bei uns in den Pool schwimmen. Manchmal ziehe ich ihn einfach nur ein Höschen an, also so Schwimmbadehose. Manchmal aber auch Schwimmwindel. Die kann man ja super wiederverwenden, indem man sie ausquetscht und trocknet. Aber irgendwann sind die ausgelutscht, dann muss man sie austauschen. Genau, ja, das war's mit meinem Drogerie-Haul, mit meinem Rossmann-Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr unsere Urlaubsvlogs sehen möchtet, dann auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Und dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!